neuen Video von mir. Ja, heute möchte ich euch mal meinen neuen Windeleimer vorstellen. Und zwar ist das dieser hier, Moment. Und zwar ist das der Diaper Champ. Ja, das ist mein neuer Windeleimer. Viele von euch kennen den bestimmt. Und zwar ist das einfach so, man... Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Moment. Ich muss mal eben gucken. Das war übrigens bei meinem Aufgebrauchsvideo, wenn ihr das jetzt gerade noch gesehen habt. Und zwar hat man hier so einen Hebel, den seht ihr jetzt auch. Den dreht man einfach rum und dann verschwindet der Inhalt praktisch in dem Eimer. Und da bewegt sich immer nur der Boden mit. Wie gesagt, den kennen bestimmt viele von euch. Und ich habe mir den jetzt auch mal zugelegt. Den verlinke ich euch auch unten in der Infobox. Da könnt ihr mal gucken, was der kostet, in welchen Größen es den gibt. Den Dive Jam gibt es einmal in drei Größen. Einmal in der Größe regulär, so wie ich ihn jetzt da habe. Da ist er 56 cm hoch vom Boden. Mir reicht er völlig aus. Ich habe kein Problem damit, dass es ein kleiner ist. Dann hat er auch keine Chance zu stinken. Auch wenn er nicht stinken sollte, hat er dann aber auch gar keine Chance, weil er nicht so viel, weil da nicht so viel reinpasst. Zu der Kapazität von dem regulär kann ich euch sagen, da passen ungefähr 30 Babywindeln rein und ungefähr 10 bis 12 Erwachsenenwindeln in der Größe M, laut Internet natürlich, ich habe das noch nicht ausprobiert. Und ja, wie gesagt, für mich reicht der völlig aus und ich finde, so groß muss er gar nicht sein. Und dann gibt es den noch in der Größe Medium. Medium wäre dann 72 cm, da passen dann ungefähr 50 Babywindeln rein und ungefähr 20 bis 25 Erwachsenenwindeln. Und in der Größe Large gibt es den auch noch. Den haben meistens die großen Unternehmen wie IKEA zum Beispiel hat den. Oder verschiedene Raststätten haben den in dem Wickelbereich, wo man sein Kind wickeln kann. Da passen dann ungefähr 72 bis 75 Babywindeln rein. Der ist 92 cm groß. Der wird auch oft empfohlen, wenn man Zwillinge hat. Oder zwei Kinder mit Windeln oder ein Kind mit Behinderung, was Windeln braucht. Oder halt in der Erwachsenenpflege, in der Erwachsenenwindel-Geschichte, sage ich mal. Da passen dann ungefähr 30 bis 40 Erwachsenenwindeln rein. Den Diaper Champ gibt es in verschiedenen Farben. Wie ihr seht, habe ich die Farbe dunkelblau oder marineblau. Den gibt es noch in Türkis, einmal in regulär, in Silber in regulär, glaube ich, und in Rosa in regulär habe ich den auch schon gesehen, da ist er aber relativ selten. Und in Magenta gibt es den auch in regulär. In Medium gibt es den in Blau und in Grau. Und in Large gibt es den in Blau, Grau und Türkis. Ja, das dazu zu den Farben, zu den Ausführungen. Jetzt kommen wir mal zu den Preisen. Und zwar, das Schmuckstück, sage ich mal, ist ganz schön teuer. Wenn ihr das neu kauft, kostet
Der reguläre, so wie ich ihn jetzt hier habe, aktuell laut Amazon 54 Euro, glaube ich, knapp 54, 55 Euro. Das variiert natürlich, welche Farbe ihr wählt und wo ihr den kauft. So ungefähr 60 Euro müsst ihr wahrscheinlich rechnen. Ich habe sogar eingesehen in Magenta Rot, der kostet dann 70 bis 80 Euro in der Größe regulär. In der Größe wie Medium, also Medium sozusagen. Ich sage immer Medium, weil mir das besser gefällt. Aber in der Größe Medium kostet der Windeleimer bei Babywalz habe ich den gesehen, da haben die den im Moment im Angebot. Normalerweise kostet er 94,95, glaube ich. Und im Moment gibt es den bei Babywalz für 73,95. Ja, ganz schön teuer, aber wie gesagt, das variiert auch wieder nach Farbe. Wenn ihr eine andere Farbe wollt, müsst ihr mehr oder weniger zahlen. Und der Large kostet laut Internet, wo ich ihn gefunden habe, in Silber und in Blau knappe 140 Euro. Ja, das ist wie gesagt eine ganze Stange Geld. Ich persönlich würde niemals so viel für einen Windeleimer ausgeben. Ich würde es einfach nicht einsehen, weil da nur Windeln reinkommen. Und einfach nur Müll reinkommt im Prinzip und dafür dann so viel Geld ausgeben, würde ich nicht einsehen. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, den Windeleimer gebraucht zu bekommen. Es gibt einmal die Möglichkeit, dass ihr den Windeleimer über eBay kauft, über Mamikreisel, über eBay Kleinanzeigen. Das sind die drei Möglichkeiten, die ich so gefunden habt jetzt im Internet gebraucht oder ihr guckt einfach mal bei Flohmärkten oder Bekannten, wenn die den verkaufen, die verkaufen den meistens auch günstig. Schaut euch einfach mal um. Ich finde allerdings, dass ein Windeleimer, der 54 Euro neu kostet, klar, wenn man den neu gekauft hat, will man auch noch mindestens seine 30 Euro haben. Aber so bei eBay findet ihr meistens nur relativ teure Diaper-Gems. Das heißt, eBay kann ich euch nicht wirklich empfehlen, weil das wirklich hoch geht wie nichts Gutes, die Preise. Ich habe meinen persönlich bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Da haben auch die meisten Leute kein Problem mit, die Sachen zu verschicken, weil wie ihr hier sehen könnt, kann man den komplett auseinandernehmen. Also ich kann jetzt auch. Das Ding komplett wegmachen. Also das klappt. Wie gesagt, das mit Versand ist somit kein Problem für die meisten Leute. Ihr könnt natürlich auch gucken, ob ihr den bei euch in der Nähe ergattern könnt. Was aber wahrscheinlich ein bisschen schwierig wird oder gar nicht möglich ist. Es sei denn, ihr wohnt in einer großen Stadt wie Berlin oder so, da kriegt ihr den dann natürlich auch relativ günstig. Ich muss mal gucken, dass ich den ein bisschen von der Heizung. Seht ihr den dann auch noch? Ja, das ist gut so. Dass ihr den dann relativ günstig bekommt, wenn ihr den über eBay Kleinanzeigen kauft. Ich habe meinen auch bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Ich hatte allerdings das Glück in Anführungszeichen, warum in Anführungszeichen erkläre ich euch gleich, dass eine Frau bei uns im Nachbarort den Windeleimer angeboten hat und nicht wie normalerweise für 30, 40 Euro, sondern für 8 Euro. Und ich meine, für 8 Euro ist das ein echtes Schnäppchen. In Anführungszeichen. Das sage ich euch jetzt, warum. Wie gesagt, ich habe mir jetzt gekauft und ich bin auch im Moment froh,
froh, dass ich den habe. Ob sich das rentiert, ob ich in 2, 3 Monaten immer noch damit so zufrieden bin, weiß ich nicht. Kann man ja nie wissen. Und ja, auf jeden Fall habe ich für den Windeleimer 11 € bezahlt, also mitbringen, weil die wohnt bei uns im Nachbarort und wir haben keine Möglichkeit gehabt, den Windeleimer abzuholen. Also eigentlich wollte sie 8 € und 3 € halt für Sprit oder dass es bringt. Und ja, den habe ich auch anstandslos bezahlt. Den Betrag war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Das heißt, meine Mutter hat den Windeleimer sozusagen entgegengenommen und ich habe dann erst gesehen, dass ich, wo ich wieder zu Hause war, dass der Müll oder dass der Windeleimer schon da ist. Und ja. Jetzt kommen wir zu dem Zustand. Es muss nicht sein, dass eure Diaper-Champs, wenn ihr die gebraucht kauft, auch so in so einem Zustand sind wie den, den ich gekauft habe. Das seht ihr jetzt auf dem Video nicht, weil meine Lampen das relativ kaschieren. Aber er ist schon doch ziemlich verkratzt. Ich versuche euch das mal zu zeigen. Ja, da seht ihr das, glaube ich, ganz gut. Hier oben seht ihr das. Er ist relativ zerkratzt und auch ein bisschen verschmutzt. Ich habe ihn natürlich gereinigt, habe ihn komplett auseinandergebaut. Der sah noch viel schlimmer aus, wenn ihr es ganz ehrlich wissen wollt. Habe ihn komplett auseinandergebaut und habe ihn dann auch sauber gemacht und versucht, ihn einigermaßen hygienisch sauber zu bekommen. Was mir jetzt auch gelungen ist und ja, deswegen ist es halt einfach nur in Anführungszeichen ein Schnäppchen, weil so wie er ausgesehen hat, wo ich ihn bekommen habe oder wo ich ihn gesehen habe, wäre er noch nicht mal seine 10 € wert gewesen. Ich bin froh, dass ich ihn so weit sauber gekriegt habe mit Dormestos, mit ganz viel Spülmittel, mit Schrubben und Machen und Tun und Desinfizieren und so. Und ja, genau. Ich weiß nicht, inwiefern ihr wisst, wie der Diaper Champ funktioniert. Ich kann es euch ja noch mal ganz kurz zeigen. Und zwar, ich will jetzt nicht unbedingt im Bild sein. Also, ich kann ruhig im Bild sein, aber also, man empfiehlt, dass man zum Beispiel sich eine Seite aussucht, so wie diese hier, die habe ich immer. Und dann die Windeln oder die Produkte, die ihr da reinwerft, komplett immer auf die Seite aus hygienischen Gründen zu machen. Ihr könnt das natürlich auch mit jeder Seite machen. Das könnt ihr entscheiden, wie ihr das machen wollt. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt wieder, wie es funktioniert. Eigentlich ist es ganz einfach. Man dreht nur hier, dann bewegt sich halt der Boden, der da drin ist. Vielleicht kann ich es euch auch mal zeigen. Es ist halt dieser Boden, der da drin ist. Ich hoffe, dass ihr das sehen könnt. Der bewegt sich. Ich hoffe, dass ihr das jetzt gesehen habt. Ja, der bewegt sich eigentlich nur hin und her. Und das ist das ganz, der ganz große Clou bei dem Eimer, weil im Prinzip ist es hier unten komplett wie ein normaler Mülleimer. Und dann, ich mache das jetzt mal wieder zurück, weil mich das sonst stört. Und dann kann man natürlich, das seht ihr jetzt auch, hier hat man einen Knopf, da kann man das Ganze hochziehen. Und da seht ihr, habe ich schon ein Müllbeutel eingeklemmt. Da passen 60 Liter Müllbeutel rein. Ich habe jetzt noch einen 25er, aber ja, der geht jetzt auch für den Anfang. Und da klemmt ihr den einfach so rein. Dann kann ich euch ja auch noch mal zeigen, wenn ich den neu bestücke mit neuen Müllbeuteln. Und dann wird das hier oben
luftig abgeschlossen und da kommt dann hier auch kein Geruch durch. In den meisten Fällen halt nicht. Nur wenn ihr dies halt wechselt. Was ich euch auch noch ans Herz legen möchte, ist, wenn ihr euch den Windel einmal zulegt, dass ihr dann wirklich guckt, dass ihr erstens die passende Größe an Müllbeuteln habt und zweitens einfach, dass ihr auch dicke Müllbeutel nehmt, sondern also schon dickere wie die normalen, weil ich das Gefühl habe, dass durch die ganz dünnen Müllbeutel der Geruch durchkommt und das soll ja nicht. Und der einzige Nachteil, der mir bis jetzt aufgefallen ist, ist die Tatsache, dass wenn ihr den Hebel so rüber macht, dann bewegt sich ja der Boden, habe ich ja gerade schon erzählt, und dadurch, dass sich der Boden bewegt und das dadurch eigentlich ab und zu mal so steht, so ungefähr für ein paar Millisekunden, kommt dann natürlich auch Geruch durch, das ist ganz klar. Aber der ist wirklich minimal und falls es einen wirklich stören sollte, dann muss man sich halt die Nase zuheben. Aber wie gesagt, mich stört es im Moment selber noch gar nicht und von daher, ja, das war jetzt erstmal so meine Geschichte zu meinem Windeleimer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, ihr fandet es ein wenig informativ, auch wenn es wieder viel, viel, viel Gequatsche war. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben, das fände ich super. Oder ein Abo wäre auch immer klasse, da freue ich mich auch super drüber. Und genau, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann immer ihr euch das Video anguckt. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns immer im nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich ciao.